Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, hey, es gibt mal wieder die Patch Notes und zwar die Patch Notes 10.9 im Ramontic-Style mit etwas ramontischer Beleuchtung und dem gewissen Extra-Touch an Leidenshafter und Erotik. Lassen wir das letzte weg. Gut, wir kommen zu den Patch Notes 10.9. Dieser Patch wird euch präsentiert von tobias.asmr.org. Gut, fangen wir vorne an. Und zwar bei Champions mit Bart. Der gute Bart, ich hasse ihn sehr. Und da meine ich gar nicht meinen eigenen, den ich aber nie trage, weil ich ihn auch sehr hasse. Also so ein bisschen ist okay, aber jetzt nicht zu viel. Ne? Auf jeden Fall, Bart hasse ich deswegen sehr, weil ich Midlaner bin und der ständig in meiner Midlane rumhockt und mich ständig stunt und cute und wegfliegt und super Turbo Full Tank geht mit Deadman's Plate, mit Frozen Heart, mich trotzdem one-shottet, obwohl ich Full AD bin und er ist, oder Full AP und er ist Full Tank und falls ich ihn mal catch, haut er ab und wenn ich dann doch kurz davor bin, ihn zu töten, dann überlebt er doch irgendwie und wenn ich dann weggehe, dann kommt er wieder mir hinterher und wenn ich mich dann wieder umdrehe, dann ist er doch wieder weg und am Ende des Tages bin ich tot. Ja, auf jeden Fall hasse ich Bart und deswegen habe ich das auch Riot direkt gesagt. Leute, das geht so nicht und deswegen haben sie diesen Champion jetzt auch genervt. Gebannt nicht, aber genervt. Das heißt, er bekommt jetzt durch seinen W, den Heal, weniger Movement Speed, beziehungsweise auch seine Verbündeten und zwar nur 30%. Und der Cooldown ist höher und die Journey hat jetzt mehr Cooldown. Das ist alles ziemlich cool. Für mich. Für Barts leider nicht. Finde ich Pock, finde ich gut, finde ich nice. Shogat. Ist auch richtig nervig. Shogat macht jetzt mehr Damage mit seiner E, diesen Vorpal Spikes. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Ich hasse Tanks sehr und deswegen mag ich das nicht. Aber ja, ich glaube, Shogat wird eh nicht so oft gespielt. Also ja. Fiddlesticks, meine Freunde. Fiddlesticks. Fiddlesticks wird gebufft und zwar sein E macht jetzt 20er mehr Damage auf Stufe 5. Und hier muss ich natürlich erstmal überlegen. Ich glaube, die E ist wirklich das Letzte. Es ist das Letzte, was man maxt. Und ja, grundsätzlich wird hier gesagt, hey, er hat dadurch mehr Lane Support Ability. Und ich muss sagen, ich hatte, vielleicht war das auch ein unglückliches Unglück, aber ich hatte einmal einen Fiddlestick Support und er hat actually nichts gemacht. Er stand hinter mir. Ich meine, was kann Fiddlestick Support überhaupt? Die W ist useless, der 4 ist useless und die E ist auch useless. Der Typ hat nichts gemacht. Vielleicht lag es auch dran, dass wir gegen Brand Ezreal gespielt haben. Vielleicht war das der Deal. Aber der Typ hat nichts gemacht und mich geflamed. Dass ich einfach. Ich war wie so ein Punching-Sack, der einfach alles. Feuerball, Plasmaball, Feuerball, Plasmaball, Feuersäule, Plasmasäule, Feuerball, Plasma-Wave. Und Fiddle stand da so im Busch. Und sagte, ich soll besser spielen. Gott, er wird auf jeden Fall etwas gebufft. Na, wurde auch schon mehrfach gebufft, wird jetzt nochmal etwas gebufft, weil man sagt, ja, die Buffs waren jetzt noch nicht so gut, da muss noch mehr ran. Ich sag mal so, ich bin kein Toplaner, es ist mir relativ scheißegal, was mit diesem Champion passiert. Dennoch muss ich natürlich sagen, Toplane ist eine Lane des Nahkampfes. Des Mannes, des, also Frauen auch, ist okay, aber des Kampfes. Des Nahkampfes, des Punchkampfes, von mir ist auch des Schwertkampfes. Es muss nicht die Faust sein, Feuer, Leidenschaft und Temperament. Und nicht irgendwelche bumerangenden Plüsch. Viecher oder, ne? Also, deswegen finde ich, ist Nah ein bisschen unehrenhaft. Spielt ihn nicht. Na, ist schon cool. Spielt ihn von mir aus. Der neue Skin ist cool. Hat der einen neuen Skin oder so ein Eis-Skin? Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall, ja, wenn er jetzt seine Steine einsammelt, dann kriegt er mehr Cooldown-Reduction zurück. 70%, also er kann das Ding permanent werfen. Und sein E-Crunch, Crunch klingt irgendwie lustig, wie so Elektrik-Kekse oder so. Hat mehr Damage, deutlich mehr Damage, muss man sagen. Macht auf jeden Fall, vor allem auf Stufe 1. Das ist ein Pogodo-mäßiger, ist ein guter Buff. Ich hab Hunger. Katus, boah, ich hasse Katus. Ich hasse Katus. Im Gegnerteam immer so komplett nonstop AFK Power Farm. Nur im Jungle. Hat 500 CS mehr als mein Jungler, 12 Level mehr als mein Jungler und trotzdem steht er 8014 und hat 1000 AP. Mein Jungler, ich hatte heute einen Katus Jungle. Ich denke so, ja, ist cool bestimmt, Katus Jungle. 0-4-0-0. Eine Nullnummer war das. Der hat 0 Impact gehabt, 0 AP gehabt und 0 Kills gehabt. War ein kompletter Reinfall. Auf jeden Fall hasse ich Karthus. Ich hasse Karthus, ich hasse Karthus und ich hasse Karthus. Und weil ich ihn so sehr hasse, habe ich Riot gesagt, ja, Leute, wenn ihr Bart nerft, macht mal so einen kleinen, noch so eine kleine Idee auf Karthus auch so einen Nerf drauf. Deswegen hat er jetzt 325 Movement Speed. Also 10 Movement Speed. Jetzt werden einige sagen, ja, aber das tut schon weh. Aber, naja. Ne? Kane. Naja, ich habe dann natürlich auch direkt gesagt, Leute, Rito,
Ich meine, wenn wir jetzt nur Champions nerven, ist es ein bisschen auffällig. Deswegen wäre es auch cool, wenn wir einen Champion buffen. Also nicht, dass ich diesen Champion spielen würde. Ich habe einfach einen x-beliebigen Champion mir ausgedacht, den wir vielleicht zu buffen vermögen, damit, ja, wir nicht nur nerven. Wir müssen ja irgendwas buffen, sonst rastet die Meute komplett aus. Wie wäre es also mit... lass mich überlegen, ich gehe so durch den Kopf. Am besten, ich fange dann an mit A und sie sagen Stopp. A. Stopp. K, wie Kane. Wie kann man so viel Scheiße eigentlich erzählen? Gut, Kane. Kane wird gebufft, ich liebe Kane. Und deswegen, er hat jetzt weniger Cooldown auf der Q. Das ist nett, eine Sekunde ist super nett, Leute. Es ist super nett. Mit 40% CDR kannst du permanent Q'en auf Darken auf jeden Fall. Ripping-Dings geht jetzt außerdem, macht das jetzt Bonus-Damage an Minions. Jetzt sagen viele, hey, ist der Lane Kane wieder da? Ich weiß nicht, ob er da ist, wenn ich ehrlich bin. Also in der Mitte war Kane nie wirklich richtig gut. Ich werde es ausprobieren. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich glaube, es ist aber eher so ein Top-Lane-Ding. Aber müssen wir mal gucken. Und Blades Reach, meine Freunde. 90% Slow. Das ist die Kane. Aber 90%... Das heißt, du kannst dich einfach für eine Sekunde nicht bewegen, quasi. Das ist super geil. Das ist turbo geil. Das ist nett. Natürlich ist das nur für die normale W und die Shadow, weil die Knock-Up-W quasi Knock-Up, da ist das egal, ob du geslaut bist. Lissandra. Lissandra wird gebufft und zwar hat sie weniger Kohlen auf der Q. Damals, das war etwas ironisch, hat man gesagt, hey, ihr Wave-Clear ist zu stark, wir müssen da ihren Cooldown erhöhen. Und jetzt wird er wieder reduziert. Verrückte Welt, so sagt man. Nami. Nami ist gerade sehr viel, ist ein Fisch. Das akzeptieren wir erstmal so. Und weil das so ist, bekommt sie jetzt weniger AP, weniger Mana und sie bekommt weniger passives Movement Speed bzw. ihre Verbündeten. Also für alle, die es ja nicht wissen, na, wer auf Wasser läuft, läuft schneller. Das ist der Dill. Und deswegen, wenn du von Nami irgendein Spell-Up bekommst, dann läufst du schneller. Das geht aber auch auf sie selbst. Quinn. Quinn. Blinding by the light. Oder so ähnlich. Und zwar... boah, ich hab Hunger, Leute. Ich hol mir gleich erstmal ein geiles Spaghetti-Eis. Oh, ist richtig lecker. Und dann sind da oben so diese kleinen Krümel drauf. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber die sind so richtig lecker. Und dann so am besten noch so ein bisschen, so ein oder zwei Minuten, so aus dem Gefrierfach holen und dann stehen lassen. Und dann ist das so leicht cremig. Und dann kann man da so durch mit dem Löffel und dann so, dann baut sich das wie so eine Welle, das im Löffel auf und so richtig, es zerläuft aber schon so ein bisschen. Und wenn man es dann im Mund macht, so, oh, so lecker. Und dann nochmal und dann nochmal und dann schon leer. Gut. Also ihre Q blindet jetzt ein bisschen länger. Trundle wird genervt. Ne, wird gebufft. Ne, wird genervt. Und zwar hat er 20 Sekunden mehr Cooldown auf der Ultimate. Das ist nett. Wukong. Ich habe keine Ahnung von Wukong. Also beziehungsweise viele Leute sagen, er ist broken. Viele Leute sagen, er ist useless. Keine Ahnung, was er ist. Aber immer wenn Wukong fett ist, verprügelt er mich übelst. Was daran liegen könnte, dass er fett ist. Oh, da fällt mein Gerüst zusammen, verdammt. Okay, auf jeden Fall hat er, aber vielleicht wurde er nur dadurch fett, weil er broken ist. Aber wenn er so broken ist, warum wird er dann manchmal nicht fett? Ich werde gleich fett, wenn ich mein Spaghetti-Eis gegessen habe. Gut, Armor hat er jetzt weniger, sein Crushing Blow macht weniger Damage und seine W hat weniger Attack Speed, was es bekommt. Ne, stopp, das ist Clone Damage. Weniger Clown Damage. Dann haben wir noch das Sanguine Blade. Das Sanguine Blade, ich baue es nie. Find's Giga Uses. Gibt ein paar wenige Champs. Ich weiß nicht, warum Dravens das bauen. Ganz ehrlich, wenn man auf einem AD Carry, der im Team sein möchte, der nicht alleine sein möchte, das baut, keine Ahnung, für mich komplett dahin, verstehe ich nicht. Aber klärt mich gerne auf. Das Ding kostet jetzt, aber ich glaube, Draven-Spieler haben auch gerade einfach eine harte Zeit. Vielleicht liegt es an Corona, ich weiß nicht. Vielleicht drehen die am Rad, weil Muramana und was sie alles mittlerweile bauen, das kriegt Tränen in den Augen. Auf jeden Fall kostet das Ding jetzt 100 Gold weniger und hat dafür 5 Gold AD mehr. Das ist cool. Das ist ein guter Deal. Weniger Kosten für mehr Geld. AD. Das ist cool. Baust trotzdem nicht. Aram Changes. Und zwar gibt es mehr Damage und man kriegt weniger Damage und es ist jetzt normal. Das heißt, bei uns wird das Spiel jetzt als normal angesehen und nicht mehr als Aram. Ihr müsst also, wenn ihr das nächste Aram spielen wollt, für Normal Q. Dann gibt es noch das Essenz Emporium. Das wird interessant. Und zwar ist es nämlich so, dass ihr wieder für blaue Essenz... Scheiße, ich hab Name Change. Aber ein paar habe ich noch. Hoffentlich ist der Ash-Skin dabei. Der Ash-Chroma-Guardian-Feuer-Hainun-Ding, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist jetzt... könnt ihr wieder eure blaue Sens, sammelt eure blaue Sens, kauft nichts. Und dann könnt ihr ab dem 30. April bis zum 13. Mai im Shop für blaue Sens ein paar Sachen kaufen. Und, ja. Bugfixes, und zwar Lissins W. Dasht er jetzt zu einem Ziel... Und damit kommen wir zu den Skins, und zwar die FPX-Skins, so heißen sie. Ich weiß nicht, wofür er steht, aber es sieht aus wie... Das ist nämlich richtig krass, weil ich habe One Piece geguckt und da gibt es die Germa 66, heißen die, glaube ich. Und
das, die erinnern mich sehr, sehr krass daran. Das sind so Superhelden-Skins oder sowas. Ich glaube, Superhelden-Bösewichte eher so. Also Anti-Superhelden, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir diesen... hier sieht der so richtig, boah, ich bin motherfucking Alistair. Und hier sieht er aus, ich habe eine große Nase wie ein Vogel. Ja, ich weiß, das ist Malphite, aber es ist ein Insider. Die Gangplank sieht ganz cool aus. Vayne sieht ganz okayisch aus. Lee Sin ist eh ein scheiß Champion. Und das hier sieht aus wie... ja, als wenn da gleich einer bei... ja, weiß ich nicht, diese Curling. Als wenn er so ein Curling-Ding in der Hand hat. Also ja, ich muss sagen, er sieht ein bisschen retarded aus mit seinem Schal und dem Kopf. Gut, auf jeden Fall, hier sehen die aber cool aus. Dann gibt's auch noch... ah, das finde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Gut, damit wären wir durch mit den Patch-Notes. Ich habe es erfolgreich auf 10 Minuten 40 gestreckt, unabsichtlich. Ich hoffe, es war lustig für euch und ich habe Hunger. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Und auf Wiedersehen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ich hab euch lieb, vergesst das nie.